Yeah. Ja, hör auf, sonst krieg ich Content. Ja, da kann man sich dann die Essens bestellen und so. Und Ja, wenn und man dann hier hier sitzt steht, noch ist 30 noch Minuten. 30 Minuten. Man kann auch schon von hier klauen. Da gibt's alles: Fisch, Hühnchen, Keks, Kuchen. Warum sind da bloß 63 Kuchen drin? Ach ja, stimmt, der eine steht ja da. Den haben sie ja rausgestellt, dass er schön frisch bleibt. Richtig. So. Dip, 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 dip. Wo bist du? Ah, da ist er ja. Hier, da oben. Ah! Ich repariere gerade deine Füße. Ist das schon wieder kaputt? Ja. Scheiße. Ja, dann müssen wir es hier auch machen. Hier nochmal tun. Tuten tun. So. So, Steven, sein geiles Erzeugnis. Was man nicht mehr sieht, weil es voll zugewachsen ist. Ja. Wie heißt das nochmal? Das ist eine Helix. Eine Helix. Ich vergesse immer den Namen. Ja, das sieht richtig hammergeil titten aus. So, weiter geht's. So, jetzt kommt das Fußballfeld und danach das Allergeilste, was es gibt. Ja, so, Fußballfeld. Ja. Mini-Fußballfeld. Ha? Mini-Fußballfeld. Ja. Aber mit Katakomben. Mit Katakomben, wo man rein kann, nicht so wie bei Counter-Strike. Ja, da kann man auch rein, bloß der Ball nicht, ne? Ja. So, komm, Steven. Ah, jetzt wird's richtig cool. Tollerer, wie es kann es gar nicht werden. So. Oh, schnell zumachen. War noch offen. So, das ist das. Geile Sauna. Was für ein Deutsch. Geile Sauna. Hier kann man heißer und wärmer stellen, so am Ja. Schalter. Man liegt und staunt, was da steht. Gangbang-Raum. Oh, jetzt, ich muss den Schalter drücken. Ich muss den Schalter drücken. Oh, Jesus, wo geht's da hin? Yeah. Geheimnisvoll. Yeah. Der geheime Pornokeller. Dam, Mit riesen dam, dam. Flatscreen. Ja. Und das sind lauter Playboys und weiß ich was drin und wie sie alle heißen. Oh. Jetzt kommt was viel Cooleres. Ja. Komm mal runter. Skelett! Oh mein Gott! Wir haben Gäste. Yeah! Wir haben Gäste im Go-Go-Club. Yeah! Tanz für mich! Wie man Tanz für sehen, die mich! Stripper sind ein bisschen abgemagert. Die kommen aus Russland. Na? Die haben ja extra eingeflogen. Ja. Barkeeper ist auch schon. Will auch nicht mehr. Der haut auch schon ab. Er ist richtig abgemagert und hat schon seit 10 Monaten nichts mehr gegessen. So, dann gehen wir in die Lustgrotte. Yeah. Oh. Bad warmes Wasser. Zum Knietauchen. Richtig cool. Yeah. Hier so das versteckte Bad Ja, für für versteckte VIP. Sachen. Und da ist der epische Ausgang. Ja, wo man auch oben rausgehen könnte, aber Ja. hier ist der Geheimausgang. Ja, das ist der VIP-Ausgang. Ja. So, jetzt sind wir mit in der Prärie, haben keine Ahnung, wo wir so hin sollen. Dam, dam, dam! Nein! Ja, Selbstmord! Boah. So, was zeigen wir jetzt als nächstes eigentlich? Das Museum. Yeah, Museum, yeah! Erst das Museum und dann natürlich immer hier hinten.
Ne? Ne? Weiß Bescheid. Wo willst du eigentlich hin? Ich habe mich verlaufen auf meiner eigenen Map. Ich muss mich schämen. Kommt vielleicht, weil ich auch ewig nicht mehr gespielt habe. Könnte sein. Könnte sein, muss aber nicht. Schalt, wenn man ein Spiel undercover spielt und Tales. Ja, nicht Tales. Ja, es ist The Book of Unwritten Tales, kennst du es? Ja. Wie findest Gut. du? Ja, das bin ich gerade am Lippen. Am Lippen. Am Lippen? Ja. Golems! Jetzt dürfen wir wieder zur Kirche rennen, ne? Jawohl! Waren wir dann noch nicht schon mal vorne? Und irgendwie ist der Obsthändler sehr beliebt. Also sein Garten. Sogar der Golem geht voll drauf Das ab. ist bestimmt der Partygarten. Der Gangbang-Garten. Man kann auch hier so schön, ne, Nebeneingang der Kirche und so. So wie bei Black Mirror 3 gibt es auch Nebeneingang. Typisch Black Mirror, ne? Ja. So, jetzt kommt ein Imba-Weg. Nicht. Ah, ey, Steven, wir haben noch was vergessen. Was denn? Da, das Freibad. Ach ja, stimmt, dein Freibad. Bevor wir da zum Museum latschen und den Brunnen Das epische anschauen. Freibad. Und das War an Gangbang. der Weg hierhin. Das ist bloß da runter und dann ums Eck. Ja, ich hab's gesehen. Nein, du hast mich in den Garten geschubst. Dann, dann, dann. Jetzt mach ich mit Party. Party. So. So, das ist das Freibad. Hallo? Ja, da ist Freibad, da muss ich rein. Yeah. So, Eintritt 3 Euro für Kinder, 5 Euro für Erwachsene. Ich weiß, Aber Wucherpreise. er kann sich's leisten. Ja, ich kann es mir leisten. Ja, war ich für ein Schwimmerbecken hier. Und Planschbecken. Ist ja keine. Ist ja richtig gut, finde ich. Der Preis. So, das sind die coolen Kabinen. Mit ganz viel Wasser oben drüber. Ja. Hey, das ist nur für einer. Wir hätten auch für zwei machen können. Warum? Hier sind nur für zwei. Wo? Ja. Hinsitz. Wie sitzt man nochmal? Scheiße, ich hab's vergessen. Shift-Taste. Was, die Shift? Ja, Wortwitz. Und natürlich die Duschen. Herren? Ohne Kuckloch. Ohne Kuckloch. Das ist, ja, das ist nochmal Herren da drüben. Mit Dusche. Nicht Damen, natürlich, ja. Sieben? Komme. Guck mal durchs Fenster. Da, hallo, ja, yeah. Inzen, ha, ich gehe aufs Damenklo, ich bin beliebt. Boah, ja, das ist auch wieder so campingtechnisches Lob. Einfach ein Loch reingebuddelt und Wasser. Bei den Männern müssen wir eigentlich eine Türe hinmachen, bei den Damen nicht. Weißt ja, wie ich meine, ne? Ja. Fühlst, wie ich denke. So. Ich will noch schnell eine Bahn schauen. So. Da bin ich mal schon hier nach oben gefliegt. Kommst? Auf zum Hallo. Museum. Du, 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 Ah, du. Game over. So, da sieht man schon ein bisschen. Ein kleines Eck davon. Wo wir den Weg noch nicht fertig gemacht haben. Scheiß auf den Weg. Scheiß auf den Weg. Das wird in naher Zukunft irgendwas werden. Ich weiß noch nicht was, aber wahrscheinlich eine neue, eine größere Stadt vielleicht. Mit Skylines, was? So, Oh, Entschuldigung. du gehst bei Rentner rein, ne? Nein, ich bin ein Kind. So. Kinder 4 Geld, Erwachsene 7 Geld, Rentner 6 Geld. So wie in Reality. Ha, aber wir springen drüber, wir zahlen nichts. Ha. Da ist ein schönes Pikachu. Ja.
voll coole Rollen. Pikachu! Wie war das denn, wenn du so dumm, die schmeißt eine Orange auf den Boden und sagt, doch Pikachu. Ja, unsere schönen Kronleuchter. Nicht? Wir können ja auch mal Nacht machen. Was? Wir können ja auch mal Nacht machen. Wie man sieht, hier ist alles schön ausgeleuchtet. Ja. Das spawnt auch wirklich 0,0 gar nichts. Außer bei den Bildern drin, wo ein Skelett rumläuft. Ja, außer bei den Bildern. Das ist der Souvenirladen. Ich habe vergessen, ein Schild hinzumachen, natürlich mal wieder. Und ohne Souvenirs. Das sind imaginäre Souvenirs, die sind schweineteuer, weißt du? Die gibt's heutzutage nicht mehr. Döner, was? Ich muss mal sagen, beste Dönerbude ever hier. Ja. Mit Dönerspieß? Ja. So. Mädchen oder Kalb? So, Döner 3,50. Schülerdöner 3. Wie wird das nochmal ausgesprochen? Lamachun, gell? Ja. Döner, Teller und Jufka. Und Gyros. Nein. Wäre auch epic. Weißt du, die erste Dönerbude mit Jufka, mit Gyros. So. Gehen wir erst den Fußweg, oder? Nein, ich würde es. Ja, wir gehen erst den Fußweg. Ich würde mal sagen, den Fußweg. Danach die epische Fahrt. Die Epic Fahrt. Wo Creeper, Spinnen. Yoshi. Jesus. Komm rein. Hallo? Mein Gott, hier. Hier. Komm runter. Ha? Hier. Ah, ich bin vorbeigelaufen. Da ist Yoshi. Und wie ich vermutet habe, fehlt schon wieder was. Von der Karte. Oh. Ach so. Ich geh mal schön nochmal ausloggen. Mach das. Nochmal rein. So, jetzt. Yoshi! Sieht richtig geil aus. So, das war Yoshi. ganz oben kommt mein Berg, was ich alleine gebastelt habe. Ja, jetzt kommt. Den kennt jeder. Kein anderer als der Superklempner. Der Superklempner? Ja, stimmt doch, oder? Ja. Super Mario! Mit Creeper auf der Fresse. Hey, du hast da einen Creeper in der Nase stecken. Hol dir ein Taschentuch. Ist alles sehr eingebaut. Oh Gott, Creeper läuft über uns. Creeper läuft über uns. Creeper! Können die auf Glas laufen? Ja. Die können nur nicht auf Glas spawnen. Achso, stimmt. Jetzt kommt das, das epischste Bild ever. Humor. Von den Simpsons. Und hier ist der Ausgang. Und dem, weißt du, weil wir wieder so faul sind und so ungern laufen, haben wir ja natürlich auch was hingebaut, dass wir es auch befahrbar machen können. Ich hol mir schon noch eine Lore. So. Kommst? Ja. So. Wie gesagt, riesengroß die Aula. Oder, na, Aula kann man es ja nicht nennen, oder? Nee, Empfangshalle. Empfangshalle, ja. So. Freundin. Njong. Ich mag Züge. Njong. So, und da sehen wir nochmal das Pikachu, da hier das Yoshi. Dann der Klempner. Der Superklempner. Yeah. Super Mario. Dann kommt das Epische. Nee, nach dem Humor kommt das Allerepischste. Ja. Die Ausfahrt aus dem Museum raus. Also das finde ich richtig geil. Das finde ich richtig geil. Das kann man einfach nicht übertreffen. Yeah! Juhu! Dass man da nicht abhebt. Yeah! Oh, ein Schlag. Puff.
Warte mal, rechtsklick. So, scheiß auf die Lore. Jetzt hast du die Schiene weggebaut. Gar nicht wahr. Doch. Da ist eine Schiene. Nicht. So. So. So, Dele. Würde ich jetzt so mal sagen. Das war das epische Museum. Ja, das Epic Museum. Hat nur Jahre gedauert, bis wir das fertig hatten. Ein Tag. Nee, dem ganzen Holz verkleidet. Ich glaube, 2 Tage waren es, ne? Ja. Okay, 2 Tage jeweils 5 Stunden. Oder? Ja. So pipapo. So, schön ausleuchten. Hat keiner gemerkt. Noch nicht. Da kann man Gordon Freemans Arsch sehen. So. Ha? Da konnte man Gordon Freemans Arsch sehen. Ich will Bobbes sehen. Hey, seit wann hat Gordon Freeman ein Gesicht hinten? Hinterm Kopf. So. Jetzt kommt mein persönlicher Favorit. Ist aber noch im Bau. Ja. Whatchobidoo. Whatchobidoo in Drunken Sailor. Whatchobidoo in Drunken Sailor. Wo bist du, Steven? Ah, Steven. Steven, ich schlag dich mit der Fackel. Ich komme. Was, du kommst? Wow. Bei deiner sexy Stimme. Hatata. Yeah, real sexy. So. Dom, dom, dom. Esmeralda, den Silvia. So. Kätzchen. Hallo Muschi. Ah, nächste Muschi. Lauter Muschis. Nicht. So. Was gucken wir uns als erstes an? Ist ja noch im Bau. Oh, ich würde trotzdem sagen, wir gehen hier rein. Ich hätte gedacht, wir fangen jetzt erst mit dem Garten an. Okay, dann gehen wir zum Garten. Gehen wir erst Garten angucken. Das Innere ist eh viel cooler. So, da fehlt mal wieder die Hälfte. Ich logge mich schön nochmal aus. Ey, der Server ist so behindert. So. Ein schöner Schlossgarten. Also, Festungsgarten ist ja eine Festung. Mit Kreuz und so als Gartenteil. Ja. So richtig schöner Garten zum Chillouten. Genug gesehen. Da kann man seinen Tee trinken. Ich habe einen Creeper gehört oder einen Zombie. Steven? Ja. Kommst du in Erscheinung? Wo bist du? Da hinten? Ich bin da hinten. Ich bin da Jawohl. hinten. So. Aufi. Ich kann auch mal kurz die Türme zeigen. Welche Tür? Die Türme. Bevor Eins, wir reingehen. zwei, drei. Zombie! Jesus, der brennt! Oh mein Gott! Ha, und ich krieg die EP. Ja, das ist Zombie-Festung. Oh mein Gott, Alter! Du hast ja gleich getötet hier. Ey, ich brauche auch einen Schnapp. La la la, ich cheat jetzt mir nicht. Da, 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 da. Oh mein Gott, da sind Endermans. Ich habe in den Endermann im Auge geguckt. Wo, wo, wo? Da. Wo? Da, hinter dir. Boah, so viele! Töten! Hast du gehört, wie die gestorben sind? Ja. Und nein, so hört sich nicht an wie ein Endermensch-Töten. Ja, da. Jetzt wird's noch lauter. Ah, und ich habe eine Enderman-Palle gekriegt. Way. Mit schöner Aussicht. Vor allem, wenn man hier auf eine. Wie nennt man das immer nochmal? Zinne. Genau. Mein Reden. Man sollte halt ein bisschen vorsichtig sein. Bleibt besoffen. Weil sonst kann man da hinunterfallen und dann sind wir tot, ja. Ach Quatsch, ist ein bisschen Lava hier drum.
Wenn halt Spezialkräfte, wir können durch die Lava durch und passiert nichts. Wir cheaten nicht, wir sind einfach cool. Muschi! Weiter. Und das ist die Empfangshalle von der. Ja, da geht's nachher zum Thronsaal hoch hier. Voll geil. Die haben eine Garderobe. Garderobe. Schön, ja. Und hinsitzen auf meinen schönen geilen Brunnen hat keiner. Der ist einfach nur epic. Und meine Ziegelstufen. Wo man dann hier hochkommt und dann nix ist. Aber ein cooles Nichts. Immerhin ein cooles Nichts. So. Wir haben übrigens stundenlang für diese scheiß Kronleuchter gebraucht. Ja, bis wir uns geeinigt haben. Da weiß ich, yes. Immer, da weiß ich bis jetzt immer noch nicht, was da hinkommt. Oh mein Gott, ein Zombie! Brenn! Warum schlägst du ihn? Ha, ich hab wieder die EP eingesammelt. Oh mein Gott. Mach's Licht an. Mach's Licht an. Epische Lichtschaltung, wie in Ordnung. Mach mal die scheiß Monster aus. Da muss ich den Server schließen. Du hast die Ding kaputt gemacht. Nein, stirb. Nein. Ja, das war mal eine Disco-Box und so. Nein, das war Dings. Kiste. Ich habe die Kiste zerstört. Jetzt hier noch die mal. Coole Unterbodenbeleuchtung. Ja. Disco Light. Buffen, 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 buffen. Disco Light. Und dann das normale Standardlicht. Einfach nur episch. Wie wenn man in eine Lagerhalle gehen würde. Hier genau dasselbe. Verspätet. Oh, Zombie. Zombie Nation. Das. Was war das nochmal? Empfang? Büro. Büro, gell? Von der Sekretärin. Jesus, was ist das? Töff, 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 töff. So, das ist der Kommandoraum. Ja, sieht gut aus, gell, Steven? Ja, am geilsten sind die Schalter. Ja, warte mal. Licht, es gibt keinen Geheimraum. Gang. Gang. Hier sind auch nochmal. Auf der Seite. Das ist auch episch. In diesem Raum gibt es keinen Geheimgang. Nein, es gibt wirklich keinen Geheimhang. Hör auf, nach einem zu suchen. Ah! Es hat wirklich Licht. Nein. Blink, doch, Licht hat's. Licht hat's. Gibt's noch einen Geheimgang? Nein, es gibt keinen Geheimgang. Warte mal, ich probiere nochmal durch. So Indiana Jones mäßig. Was war das? Es war gar nichts. Oh mein Gott! Da ist ein Loch! Dum da da dum! Ah da da da! Das ist der Flitzeraum. Nein! Steven! Scheiße! Er war zu schnell! Nein! Ja, da sind wir gerade noch am Bauen. Das ist dann unterhalb von der Lava, sieht man ja bestimmt nicht. Nein, nein. Weißt du, es kommt da richtig geil, das tropft so runter. Sie sind hier irgendwo ganz in der Nähe, ich kann sie hören. Aua, 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 das tut so weh. Ich kann sie hören, ich höre tote Menschen. Sieht auch schön aus, wie man, also wie es auf und zu geht. Und das Warte, guck, rund um Besprechungstisch, ne? Ja. Dass der King, also ich, abhauen kann. Natürlich ein geiler Vorraum mit, wie heißt diese Steine nochmal, wo leuchten? Lightstone. Oder Glowstone. Glowstone. Ey, ich schwöre, ich hab schon eine nämlich gespielt.
wird mal wieder Zeit. Weißt du, nach Undercover Wintersonne und Unwritten Tales komme ich langsam in Bredouille, dass ich kein Minecraft mehr spiele. Strom sparen. Strom. So. Das war's bis jetzt. Würde ich mal sagen. Und ja. Es wird laut hinter mir. Nur ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Ja. Steven. Das war's, ne? Bis jetzt. Ja, mehr haben wir nicht mehr. Mehr haben wir nicht mehr. Also, dann schaut man sich beim nächsten Mal. Dum, dum, dum.